Moin! Hallo und herzlich willkommen zurück im Hause Sasue bei den beiden inaktiven Vollidioten aus dem Norden. Es ist in letzter Zeit ein bisschen ruhiger bei uns auf dem Kanal gewesen. Waren beide sehr eingespannt durch die Arbeit und hatten dann einfach überhaupt keine Motivation mehr irgendwie zu zocken und aufzunehmen. Das hat sich jetzt aber geändert. Ich habe am Wochenende hart Game of Thrones durchgesuchtet und habe dann rausgekriegt und rausgelesen und mich informiert, weil ich ein Guter bin, dass es darüber von Telltale Games ein Spiel gibt, wo man durch seine eigenen Entscheidungen den Spielverlauf beeinflusst und war sofort gehypt, hatte sofort Bock drauf. Das wird mein neues Projekt. Irgendwann werde ich die anderen wahrscheinlich auch mal zu Ende bringen, aber erstmal wieder was anfangen ist immer geiler als zu Ende bringen. Und ich gehe absolut unvoreingenommen in dieses Spiel. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß lediglich nur, es ist auf Englisch. Das ist ein bisschen scheiße, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Durch meine Handlungen und Entscheidungen wird der Spielverlauf halt beeinflusst. Und es spielt halt in der Game of Thrones Welt. Und mehr wollen wir doch gar nicht haben. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Episode 1. Und schauen mal, was da so auf uns zukommt. Wie gesagt, das Spiel entscheidet sich auf den Entscheidungen oder basiert oder je nachdem, wie du dich entscheidest, so ist der Spielverlauf. Wir sind also das Haus Forrester und sind loyal mit dem Hause Stark. Die wollen also meinen Wald haben von den Forresters, also von den Forresters. Schauen wir mal. To his knees by the men of the North. And set free by the women. You'd think he'd done it himself the way he tells it. Lord Forrester's sword won't clean itself, you know. Okay, wir sind wohl. Make sure it's spotless this time. Lord Forrester won't be happy with blood and brains all over it. Go on, it's only blood. Das ging ja schnell sauber, ne? A proper sword. I'll have one like it myself someday. You? You'll never have a sword like that. I say that as a friend. And if we're being honest, you are just a squire. Why not? You don't give swords like that to pig farmers. I had a hand in it, you know. Hand in what? Capturing him. He was nowhere near the Kingslayer at the Whispering Wood. He was so drunk, he barely made it out of his tent. Next, he'll tell us he caught Tyrion, too. You think he's lying? Nor never lets the truth stand in the way of a good story. You captured the Kingslayer? Aye. Well, I had a hand in it. Aye. And round his ankle as 10 others took him down. See? What did I tell you? I brought him to his knees. Lord Forrester. But not before he dragged you halfway across the battlefield on your face. You're questioning Norrin's honor. I'm questioning Norrin's story. This grows more far-fetched every time he tells it. Get your liege lord some wine. Go on. It's your job. Right, thanks. In my net zone. Thank you, Garrett. I'll do it. Norrin's family has faithfully served House Forrester for centuries. His honor is beyond reproach. House Tully is forever in his debt. They've never seen a field plowed so well as the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield. Fetch your cup. Tonight we celebrate. Saufen! To Robb Stark, the King in the North! The King in the North! Tomorrow,
sits on Casterly Rock, and House Forrester has been given the greatest honor to lead the Young Wolf's army and ride as the vanguard. The gods have favored us. Onward to Casterly Rock! Death to the Lannisters! Aye! The North remembers! Aye! Garrett. Yes, my lord? I need you to keep an eye out for Roderick. As his father, I could not be more proud of the man he's become. On a night like this, men find false courage at the bottom of their cups. I'd rather he were here. Yes, my lord. There's also the question, what's to be done with you? It's been on my mind for a while now. Something must be done. With me, my lord? You've served House Forrester well for several years now. But I can't expect you to squire forever. How shall I reward your loyalty? What can I offer you? You served me well. To bring honor to House Forrester, my lord. You have more honor than those who were born to it. There were those who had their doubts when your uncle put forth your name as my squire. But you've erased those doubts entirely. It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the vanguard tomorrow. Not as a squire, but as the equal of any man who serves House Forrester. It's well deserved, Garrett. Your hard work has paid off. Thank you, my lord. I promise, I won't let you down. That I don't doubt. But for now, keep this between us. We're celebrating tonight. I wouldn't want the other squires to feel discouraged. Yes, my lord. Now go, and find Roderick if you can. I will, my lord. Thank you. The hell, isn't he? Squire, fetch us more wine. Can you give me a hand? Come on, make it up to you. Yeah, no problem. I have been a squire longer than you. So? I outrank you. You should help me. Just my luck to end up with Norrin while you serve the Lord. Let him fetch his own wine for once. He's a drunk, a liar, and an arrogant prick. You'd better watch your tongue, Bowen. It could be much worse. What the fuck do you know about it? Nothing is worse than Norrin. See, that's where you're lucky. Low expectations. If I'd grown up covered in pig shit, shovel and slop, well, maybe I'd think saddling his horse was the greatest honor in the Seven Kingdoms. I suppose this beats pig farming. But not by much. Who doesn't love bacon? Ah, pig farmers. All I'm saying is, at this rate we'll never be more than this, which is nothing. The lowest of the low. For all I know, we could be squires for life. All in wine around a fucking wedding. What a waste of fucking time. I'm sick of listening to your whine. With that attitude, you'll never be more than this. Easy for you to say. Maybe if my uncle were Castellan, I'd feel different. Who my uncle is has nothing to do with it. How much further? It's right over there. Take your time. You lot have drunk your share. Good thing Lord Walder's in a generous mood. Fucking phrase. Nice night for a wedding. Not often he finds a willing husband for one of his daughters. Don't expect me to carry it for you, Sir Garrett. What's wrong? What's gotten into you? You're acting rather odd. You've had too much wine. We need to get back. Now. They're fine, they can wait. No, you don't understand. We need to go. Then take the fucking flagon already.
What's wrong with him? Something the matter? Bowen, we have to go. You go if you're in such a rush. We have to warn the others. Good luck. Uh-oh. Ja, reagieren wir. Nein. Ich habe nicht schnell genug reagiert. Valar Morghulis. Alter, ist das krass. Okay, ich glaube, ich muss mal eben kurz zusammenfassen. Das ging, ist ja doch ohne Pause und sehr, sehr schnell. Ich glaube, wir sind an dem Abend der Bluthochzeit bei Familie Frey. Robb Stark ist König. Ich hoffe, ich spoilere jetzt hier gar keinen, der die Serie noch sehen wollte, aber das müsst ihr selber wissen. Eddard Stark, also sein Vater ist ja gestorben und dann wurde er ja König irgendwie und er wird ja auch abgeschlachtet. Und ich glaube, das ist dieser Abend der Bluthochzeit. Das ist, glaube ich, die letzte Folge der dritten Staffel oder so. Und da wird die ganze Stark-Familie halt einfach niedergemetzelt. Vorgetäuschte Hochzeit mit Krieg und wir brauchen, weil wir über, also wir bezeichne ich jetzt mal als die Starks, wir müssen über diese Brücke rüber und da deswegen muss der König Robb den Brückenwärter die Tochter heiraten. Aber der will uns einfach nur töten. So, und mir ist wohl gerade genau das Gleiche passiert. Wir sind wohl gerade an diesem Abend da. Und wir gucken einfach mal weiter. So, jetzt muss ich die Maus jetzt ich nach oben bewegen. Ready, boys! Whoa! Shoot that one! Hey, ich hab's doch gemacht, Mann. Dann muss ich die Pfeiltaste nach oben drücken. Nochmal, click to continue. Irgendwie nimmt er meine Maus hier nicht so richtig an. Ah, bla bla, lang, lang, lang. Ready, boys! Whoa! Shoot that one! Digga, was soll denn das? Mann, das ist doch scheiße. Die Mausführung ist hier echt kacke, ey. Ja, ready, boys. Ready, boys! Whoa! Shoot that one! Endlich! Was? Ich kann nicht! Ich kann nicht denn! Sorry.
doch am Arsch. Wie soll man das denn schaffen? Ist doch voll... Alter, ich trigger hier Kuh durch wie so ein Beknackter. Tastatur, alles im Blick behalten. To save him, but there was nothing I could do. Where's my squire? You didn't leave him, did you? What happened to him? Speak up, boy. I had to leave him. I had no other choice. Find a weapon, quickly! Still time. Seven hells. Well, now what do we do? If we run, they'll hunt us down like dogs. If we stay, they'll slaughter us like the others. With your life. Return it to Ironrath, where it belongs. There's no time to waste. I'll be damned if I let it fall into the hands of those traitors. What the Frey says, you have to go. You're welcome to the fucking torch. You must go. Tell your uncle. Tell him. The North Grove must never be lost. Tell no one but him. Do you understand? You must swear. Tell only your uncle Duncan. The future of the house may depend on it. I swear that I will, my lord. Hey, it's those foresters. On your honor, you must do this for your house. Go! Kill those fucking foresters! We've lost the Frey. Da waren wir gerade übrigens. Das ist wohl unser Haus, aber das kenne ich aus der Serie nicht. Even for
from Ice, Episode 1. Und mit diesem epischen Ende verabschiede ich mich von der ersten Folge. Das wird, glaube ich, ein Let's Play oder ein Spiel, wo wir, glaube ich, nicht so viel reden werden. Ihr werdet meine Stimme nicht so viel genießen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Ich bin erstmal raus. Bis dann. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao und tschüss.